Hallo, mein Name ist Armin2208 von Windows Area und ich wünsche euch viel Spaß bei der Review. Tiger Tasmanian Tiger erschien ursprünglich im Jahre 2002 für GameCube, Xbox und die PlayStation 2. Aufsehen erregte das Spiel mit diesem Werbespot. Die damalig sehr populären Videospielhelden Spyro, Crash und Sonic lagen alle pflegebedürftig im Krankenhaus. Und dann sieht man diese komische Kreatur, vor der alle Helden Angst haben. Also wenn das keine geniale Werbung ist, dann weiß ich auch nicht. 14 Jahre später, 2016, veröffentlichen Chrome Studios einen PC-Port von Tiger Tasmanian Tiger auf Steam. In diesem Port wurde die Grafik deutlich aufgewertet und ein paar Verbesserungen haben ihren Weg ins Spiel gefunden, worauf ich später noch genauer eingehen werde. Wenn man bei Steam die Spiele nach Nutzerreviews sortiert, dann fällt einem relativ schnell auf, dass Tiger Tasmanian Tiger sich auf dem zweiten Platz befindet, sogar vor Portal 2. Wirft man jedoch einen Blick auf die Bewertung, wird einem auch klar wieso. Erstens, weil es ziemlich wenige Bewertungen sind und zweitens, weil so gut wie jeder über den Nostalgie-Effekt spricht. Da stellt sich einem doch die Frage, ob das Spiel nur so gut bewertet ist, weil alle es als Kind mochten oder steckt da wirklich eine alte Perle dahinter? Finden wir es raus. Ich für meinen Teil muss jedoch zugeben, dass ich mit dem Spiel auch einiges an Kindheitserinnerungen verknüpfe. Es ist das erste Spiel, welches ich jemals durchgespielt habe, zusammen mit meinem Onkel auf der Xbox damals. An so ziemlich jeder Ecke waren Dinge, an die ich mich noch gut erinnern konnte. Doch davon habe ich mich nicht blenden lassen und das Spiel so bewertet, als würde ich es das erste Mal spielen. Das Spiel beginnt mit einer einleitenden Filmsequenz, in der uns die recht simple Story erzählt wird. Um es kurz zu fassen, die Eltern von Tai, die Person, die wir steuern, sind in einer anderen Dimension gefangen. Er kann diese jedoch zurück in seine Welt bringen, indem er alle 5 Talismane sammelt. Jedoch ist er nicht der Einzige, der diese sucht. Auch Boss Cass möchte alle finden, jedoch für einen weitaus böseren Zweck. Er möchte mit ihnen die Weltherrschaft an sich reißen. Deswegen muss Tai schnell, vor Boss Cass, alle 5 Talismane finden. Diese sind in ganz Australien verteilt. Zum Glück haben wir unseren Freund Julius, einen Koala-Bären. Er ist ein echtes Genie und baut uns eine Maschine, die Portale erstellt, welche uns direkt zu den Talismanen führt. Damit diese Maschine jedoch ihren Dienst verrichten kann, brauchen wir einige Amulettsteine als Energiequelle. Diese erhalten wir als Belohnung in den insgesamt 9 Leveln, indem wir verschiedene Aufgaben bewältigen oder Gegenstände einsammeln. Die Aufgaben sind dabei recht verschieden. Mal müssen wir alle Kinder zu ihrer Mutter bringen, mal müssen wir jemanden Bösewichte vom Hals halten, Rothähne jagen. Mann, ist das nervig. Oder beispielsweise in diesem Level den Weg erleuchten, damit unser Freund, der im Dunkeln Angst hat, den Weg nach Hause findet. Oh, oh, bitte, tu mir nichts. Hey, ganz ruhig. Ich bin Tai. Du musst Dennis sein, der Geizhals. Grüne Laubfrosch. Tiger Tasmanian Tiger ist ein 3D-Plattformer. Deswegen springen und laufen wir durch verschiedene 3D-Welten und sammeln natürlich sehr viel Zeug ein und kämpfen gegen Gegner mit einer sehr schlechten KI. Also, begeben wir uns auf die Reise. In kurzen Hosen, weil wir cool sind. Unsere Reise führt uns zu einigen Orten Australiens. Das ganze Spiel spielt nämlich auf dem Kontinent, die Charaktere werden im Englischen von australischen Sprechern gesprochen und alle Kreaturen basieren auf Tieren aus dem australischen Umfeld. Dadurch baut sich eine sehr schöne, besondere Atmosphäre auf. Ist ihm nicht vielleicht irgendwie kalt oder so? Eine weitere Besonderheit an diesem Spiel ist unsere Waffe. Diese ist ein Bumerang. Mit diesem können wir Feinde töten und Schalter auslösen. Jedoch bleiben wir nicht beim langweiligen einfachen Bumerang. Mit der Zeit schalten wir neue frei. Entweder indem wir goldene Zahnräder sammeln oder einfach im Laufe des Spiels. Jedes Gebiet benötigt einen bestimmten Bumerang, weswegen einige Mechanismen extra für den Eisrang oder Feuerrang ausgelegt sind. Dadurch wird ein wenig Abwechslung ins Spiel gebracht. Es gibt einige interessante Bumerangs, mit denen es Spaß macht zu spielen, aber auch enttäuschende und unnötige. Natürlich dürfen die Explosionen nicht fehlen. Da wir auf unsere Zahnhygiene achten, können wir Gegner natürlich auch im Nahkampf zu Tode beißen. Lecker Echse. Die Steuerung von Tai ist relativ gut. Wir können Tai präzise durch die Level steuern und er reagiert ziemlich direkt. Das liegt unter anderem an den butterweichen 60 FPS. Falls man mit Maus und Tastatur spielt, werden die Bumerangs dorthin geschossen, wo die Kamera hinschaut und nicht wo der Charakter hinschaut. Die Kameraführung ist leider nicht immer optimal. Es gibt insgesamt 9 Level, unterteilt in 3 Gebiete.
Nach jedem Gebiet kämpfen wir gegen einen eher langweiligen Boss, da diese die Talismane hüten, die wir ihnen entnehmen wollen. Die Bosse sind wirklich unspektakulär und man muss lange herausfinden, was man machen muss, um dem Gegner überhaupt Schaden zuzufügen. Die Orte der Level wiederholen sich leider. Es gibt 2 Schneelevel, 2 Wasser- bzw. Strandlevel und 2 Waldlevel. Nur 3 Level stechen mit ihrem Setting heraus und eines davon ist das Tutorial. Mehr Vielfalt wäre wünschenswert gewesen. Die Level betreten wir durch Portale, welche in einem Hub-Level platziert sind. Dabei gibt es keine Unterteilung in Welten wie bei Mario. In jedem Gebiet gibt es unterschiedliche Szenarien. Das Spiel macht ziemlich viel Spaß, besonders die Level Die Brücke am Tai oder Leier Leier Vogeleier. Man kann sich einfach gemütlich zurücklehnen, Objekte einsammeln und eben Aufgaben erledigen, während der recht gute Soundtrack vor sich her spielt. Dabei kommt keine Langeweile auf. Das Gameplay macht Spaß und funktioniert gut. Allerdings trifft das nicht auf jedes Level zu. Einige sind wirklich schrecklich. Der Hauptgrund dafür ist ihre Größe. Einige Level sind einfach viel zu riesig, sodass man ewig braucht, bis man jede Ecke erkundet hat. Besonders schlimm wird es, wenn man eine Sache vergessen hat und einfach nicht findet. Es sind so leere und trostlose Gebiete, wo man einfach nur viel zu lange in der Gegend rumläuft. Da kommt kein Spaß auf, sondern Langeweile. Das ist wirklich sehr schade, da das Spiel eigentlich Spaß machen würde, wäre nicht dieses schreckliche Level-Design. Insgesamt würde ich nur die Hälfte der Level als gut bezeichnen. Die andere Hälfte macht keinen Spaß und nervt eher. Okay, ich muss da hoch. Ja. Weiter. Gleich habe ich es geschafft. Dauert nicht mehr lange. Ach, endlich. Da... Nein! Wieso? Weshalb? Womit habe ich das verdient? Und die Schwierigkeit. Das Spiel ist wirklich für Kinder optimiert. Es ist zu keiner Zeit eine Herausforderung. Nur beim Boss-Level wurde es endlich mal schwer, dafür erhalten wir an jeder Ecke ein neues Leben. Ein paar nette Ansätze besitzt das Spiel ebenfalls. Diese wurden jedoch nicht wirklich ausgebaut. In diesem Level folgen wir einem Truthahn, welcher immer lügt. Eigentlich eine gute Grundlage für nette Rätsel, oder? Aber wie nutzen die Entwickler das? Der Truthahn sagt einfach, rutsche auf keinen Fall mit dieser Wasserrutsche. Aber wir müssen rutschen, um weiterzukommen. Wow. Und wo wir bei Wasserrutschen sind, das ist auch ein nettes Gimmick, welche Abwechslung ins Spiel bringt. Jedoch auch hier. Es ist einfach nichts Besonderes. Wir rutschen einfach die Wasserrutsche runter und weichen manchmal Objekten aus. Etwas mehr Kreativität hätte wirklich nicht geschadet. Das ist es, das weite Outback. Was für eine tolle Aussicht. Viel Sand, rote Erde und Felsen. Und noch mehr Sand und noch ein Felsen, noch mehr und... Ja, es ist wirklich toll. Nun komme ich mal zum PC-Port. Dieser ist gelungen. Das Spiel läuft performant mit 60 Bildern pro Sekunde. 21:9 Bildschirme werden leider nicht unterstützt. Und einen exklusiven Vollbildmodus sucht man auch vergebens. Dafür wurde die Grafik deutlich verbessert. Einige Texturen sind schärfer, es wurden mehr Objekte hinzugefügt, Lichteffekte angepasst und natürlich darf man Anti-Aliasing auch nicht vergessen. Aber auch abseits der Grafik lassen sich sinnvolle Verbesserungen finden. So können wir nun zu jedem einzelnen Level sehen, wie viele Bilderrahmen wir in diesem eingesammelt haben. Dadurch wird es leichter, die 100% zu erreichen. Außerdem bleiben die Portale des Endboss-Levels auch nach Abschluss weiterhin offen. Und den finalen Boomerang behalten wir auch. Die Steuerung mit Tastatur und Maus ist wirklich sehr gut. Ein Controller wird nicht benötigt. Steam-Nutzer dürfen sich über Erfolge, Sammelkarten und Bestenlisten freuen, um sich mit anderen Spielern zu messen. Ein kleiner netter Bonus, die Entwickler haben Aufnahmen von frühen Alpha-Versionen in der Videosektion hinzugefügt. Dort sieht man auch alte Ankündigungstrailer. Fazit! Was ist Tai the Tasmanian Tiger nun? Es ist kein schlechtes Spiel, aber auch kein gutes. Wenn die Level mal stimmen, macht es einfach unglaublich viel Spaß, die Gebiete Australiens entspannt nach Objekten zu durchsuchen. Durch verschiedene Aufgaben, netten Ansätzen und verschiedenen Boomerangs bleibt das recht solide Gameplay abwechslungsreich. Jedoch ist gefühlt die Hälfte der Level einfach nur eine Qual, da sie viel zu groß oder nervig sind. Auch die Schwierigkeit lässt zu wünschen übrig. Das Spiel wird meiner Meinung nach von einigen definitiv überbewertet, auch auf beispielsweise Metacritic. Ich gebe dem Spiel eine Bewertung von 6 von 10 Punkten. Palm Studios hat auch geplant, Teil 2 und 3 auf den PC zu bringen. Wenn es soweit ist, werde ich sie auch mal unter die Lupe nehmen.
Ich empfehle jedem Interessierten, das Spiel zu kaufen. Wer sich das Spiel crackt, der legt dem Entwickler nur Steine in den Weg, sodass Teil 2 und 3 doch nicht realisiert werden können. Denn die Entwickler haben wirklich ein geringes Budget zur Verfügung. Hey, gutes Video, Armin.